Dieser Abschnitt des Mantelwalds und der Spinnenwalds sind die nervigsten überhaupt. Wie Kier braucht nur zu. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aber natürlich, Schätzchen. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wenn das euer Wunsch ist. Hier ist garantiert auch noch eine Falle an dieser Engstelle. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern? Nö, scheinbar nicht. Ja, mein mit Vergnügen. Unser mangelnder Fortschritt enttäuscht mich. Und das hier sah aus, als ob es hier einen Erdrutsch. Nee, halt, das ist der Spinnenbau. Phasenspinne. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Ich weiß gerade gar nicht mal, ob ich im Originalspiel jemals diesen Weg gefunden habe. Ihr braucht nur zu fragen. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Meine Milz. Ups, da. Okay, Phasenspinnen können einen schnell töten. Wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Na, warum denn ich? Worum geht es wie ihr wünscht? Ja, wenn das euer Wunsch ist. Aha. Ja? Komm! Wie kann ich wie ihr wünscht? Lasst sie uns ordentlich erreichen. Schneller so. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, das Nervige beim Phasenspinnen ist das Rumporten und das Gift. Mehr können die eigentlich nicht. Das Gefährlichste sind wirklich Schwertspinnen, deswegen geben Schwertspinnen auch 2000 Erfahrungspunkte. Und Phasenspinnen nur 1400, was trotzdem immer noch ziemlich gut ist. Ja, Vikonia ist die nächste im Level Up. Hallo, Falle. Ja, wie ihr wünscht. So, jetzt haben wir eigentlich alles aufgedeckt. Wir können in den nächsten Abschnitt des Mantelwaldes hier oben gehen. Und dann machen wir wieder Rasten. Wobei, Kigain ist jetzt schon wieder voll. Alle anderen sehen eigentlich auch relativ gut aus. Ihr braucht nur zu fragen. Oh, Höhlenbär. Wie kann ihr raus? Was habe ich dem Höhlenbär getan? Verehrte Herrschaften, darf ich mich vorstellen? Ich bin Eldot Kroh. Es erstaunt mich, in diesem Waldwesen von solcher Schönheit anzutreffen. Sie sehen allesamt recht müde aus, um nicht zu sagen völlig erschöpft. Wie wär's, wenn wir gemeinsam rasten? Ich würde euch gerne eine Erfrischung anbieten. Darf's vielleicht Bernsteinwein aus Berdusk sein? Ja, wir sind etwas durstig. Ich hoffe, dieser Trunk mundet euch. Etwas Besseres wird man schwerlich finden.
Vermutlich fragte ich, aus welchem Grunde ich mich so freigebig zeige. Da steht doch bestimmt mehr dahinter als reine Herzensgüte. Werdet ihr euch vielleicht denken. Nun, in gewisser Weise habt ihr nicht ganz Unrecht. Wenn ich euch so ansehe, denke ich mir, das sind Leute, die nach Möglichkeiten suchen, sich das Leben angenehmer zu gestalten. Eventuell kann ich euch ja bei dieser Sache behilflich sein. Also es gibt ein Mädchen, sie ist meine Geliebte. Ihr sehnlichster Wunsch ist, es der Obhut ihres Vaters zu entrinnen und ihr eigenes Leben zu führen. Ihr Vater, Enter Silberschild, ist einer der Herzöge von Baldur's Tor, wodurch die Erfüllung ihres Wunsches vor größeren Schwierigkeiten gestellt ist als bei einem gewöhnlichen Mädchen aus der Stadt. Indes, mit eurer Unterstützung werden wir zu Wege bringen, sie der tyrannischen Umklammerung durch Enter zu entreißen. Der Witz an der Sache ist der, da wir sowieso davon ausgehen können, dass Enter uns verfolgt, können wir ihn um große Summen Geldes erpressen und müssen uns keine Sorgen machen, dass uns unsere Geisel entwischt. Schließlich tun wir das alles nur für Ski. Wir müssen diesen Plan nicht unbedingt sofort zur Ausführung bringen. Ich werde euch so lange zur Seite stehen, bis ihr das eure zu Ende gebracht habt und bereit seid, nach Baldur's Tor aufzubrechen. Immer nach dem Motto, einer entwischt die andere. Seid ihr immer so ekelhaft oder ist das einer eurer besseren Tage? Sucht euch andere, die euch bei unseren sinnlosen Intrigen helfen. Sicher können wir Hilfe gebrauchen. Es freut mich, dass ihr so viel Köpfchen habt, eine gute Gelegenheit nicht entwischen zu lassen. Ihr seid so langweilig. Das ist wirklich schade. Unsere gemeinsame Zeit war ausgesprochen angenehm. Vielleicht treffen wir uns wieder. Ja, Eldorf und Ski. Ich habe zugestimmt, Elbroch beim Erpressungsplan zu helfen. Er möchte, dass wir ein junges Mädchen namens Ski entführen. Sie ist die Tochter des Großherzogs hinter Silberschild. Eldorf hat uns erzählt, dass sie von zu Hause ausreißen möchte und somit großartig in seine Pläne passen würde. Sobald wir sie in unserer Gewalt haben, würde Eldorf von Enter Geld erpressen. Nein. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ja, abgesehen davon, dass unsere Party schon voll ist und ich nicht vorhabe, Eldorf und Ski mit reinzunehmen. Zumal es nur einen Baden in der Gruppe geben kann. Baldur's Gate 1 hatte ja halt so wirklich das Problem, dass es zu viele Begleiter hat. Muss ich leider so sagen. Und die halt verdammt verstreut sind. Ach, Bären. Aber natürlich, Schätzchen. Machen wir sicher jetzt aber einen Quicksave. Ja, wie ihr wünscht. Unser mangelnder Fortschritt enttäuscht mich. Wie kann... Ihr braucht nur zu fragen. Ja, wir müssen gucken, dass wir unseren Ruf wenigstens noch um 2 Punkte, wenn nicht sogar 3 Punkte senken. Mehr von dem Fluss hier auf. Also ja, hier kommen wir erst weiter, wenn wir über den Fluss gesetzt haben. Ach, meine Ohr. Bitte, wird du nicht auch noch aggressiv? Nein, wird er nicht. Was ist es diesmal? Worum geht es diesmal? Wir haben kein Personen oder Tiere bezaubern. Ja? Mach dich weg. Danke. Ihr braucht nur zu fragen.
Ihr passt in diesen Wäldern besser auf, was ihr tut. Ihr da, ich befehle euch stehen zu bleiben, damit ich einen Moment mit euch sprechen kann. Wer seid ihr und was wollt ihr von uns? Ich heiße Lekan und ich bin Beschützer des Mantelwaldes. Ich möchte euch eine Frage stellen, bevor ich euch verlasse. Ich habe eine Botschaft für diejenigen, die dem Eisenthron dienen. Seid ihr zufällig Angehörige der Organisation? Ja, aber ja, sind wir. Gebt uns eure Botschaft. Wir sind mit dieser Gruppe des Bösen... Wir haben mit dieser Gruppe des Bösen nichts zu tun. Wir sind eingeschworene Feinde. Ein Feind eines Feindes ist ein Freund. Meine Frage vorhin war nur eine Prüfung. Es freut mich, dass ihr ebenfalls gegen diese Organisation seid. Sie sind ein Fluch für die Wälder, seitdem sie die alte Eisenmine der Zwerge wieder geöffnet haben. Nun, ich bin froh, dass ich euch kenne. Nehmt das hier. Es wird euch hoffentlich eine Hilfe sein. Die Festung des Eisenthrons befindet sich im Osten. Gegenstand erhalten. Unverwundbarkeitstrank. Gut. Ja, man merkt, es ist ein breiter Fluss. Wie kann ich helfen? Wo ihr braucht, nur zu fragen. Oh, noch ein Druidenzirkel. Faldorn. Hallo, Faldorn. Ich bin Faldorn. Ich suche Freiwillige, die dafür kämpfen, dass dieser Wald ein heiliger Ort bleibt. Böse Menschen haben in der vergeblichen Suche nach Eisen die Waldungen mit Qualm und Unrat entweiht. Wollt ihr mir beistehen? Ich will diese Männer vom Eisenthron zerstören. Kommt mit, sie weilen in einer Festung östlich von hier. Sicher werden wir euch helfen. Ihr wollt mir helfen? Lasst uns die Leute finden, die unsere Wälder verschandeln. Rasch, sie müssen alsbald bestraft werden. Wir müssen uns nach Osten zu ihrer Festung begeben. Natur ist alles. Nun gut, aber vergesst nicht, was ich euch gelehrt habe, Freunde. Zieht all jene zur Rechenschaft, die die große Mutter bedrohen. Wir haben zugestimmt, Feind, um im Kampf gegen die Leute, die den Mantelwald verschmutzen, zu helfen. Diese Leute der Eisenthron leben in einer Festung im Osten. Die Zivilisation ist fern, Stadtbewohner. Kein Schritt weiter. Ich wüsste nicht, was ihr hier im Wald zu suchen habt. Sagt mir die Wahrheit, sonst nährt ihr bald die Wurzeln der Bäume. Wir sind nur Wanderer, die sich am Wald und der Natur erfreuen. Wir jagen jene, die diese Wälder entehren, Räuber und andere Opfer. Wir müssen euch gar nichts erzählen. Wir gehen, wohin wir wollen. Eure Verachtung für mich spiegelt nur eure Verachtung für die Natur wider. Ihr und all die anderen, die in diesen Wäldern graben wagen, werdet alle vom Zorn der Schattendruiden gefällt. Ihr habt geläutet? So viel zu dir, Kumpel. Jetzt rette ich die Lage. Ihr braucht nur zu fragen. Wie kann ich? Ihr braucht nur zu fragen. Worum geht es diesmal? Habe ich auch einen Bannen? Nein. Ja, mein Schatz. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Manas Potentis Horum. Sehr fremd und doch irgendwie bekannt vor. Nö, Magie-Bann hat leider nicht funktioniert, aber wenigstens hat er aufgehört, Dorn anzugreifen.